Ja, ich trage seit relativ lang Birkenstock und habe da eine sehr innige Verbindung, weil es wird ja von außen immer ein bisschen schräg bei mir wahrgenommen, wie du bist tätowiert, du trägst Birkenstocke. Und dann trage ich manchmal Anzüge und habe auch dann noch Birkenstöcke an. Und ich liebe natürlich dieses Spiel total. Einfach damit zu spielen, etwas zu tragen, was ich schon lange trage. Und dann auch noch jetzt sogar noch Schuhe dafür gestalten darf. Ja, also die Wurzeln sind ganz sicher natürlich von zu Hause her. Meine Mutter war Keramikmalerin und mein Vater war auch so ein Althippie und hat gerne mal rumgebastelt und geschnitzt. Also daher bestimmt dieses, denke ich mir, kreative oder mit sich selber arbeiten. Also eigentlich habe ich das alles in Schmuck umgesetzt, kann man fast sagen. Der Style ist etwas für mich, der nah am Körper ist. Das heißt also, wenn ich jetzt Rockmusiker bin und meine Gitarre habe, die habe ich immer dabei an jedem Konzert. Und genauso ist es ein bisschen mit einem Schuh. Der ist nah dran an mir und mit dem gehe ich auch raus. Und damit gebe ich eindeutig ein Statement ab. Also ich und dieser Schuh, der gehört zusammen und zwar nicht nur zu Hause, sondern auch draußen. Ich glaube, diese Kombination von altem Handwerk und neues, modernes Leben zum Beispiel, das macht dann das gute Produkt aus. Jetzt mache ich gerade die Schnalle ran, um zu testen, ob die Breite stimmt und ob die optisch auch so schön liegt. Also man sieht das ja eigentlich erst, wenn man die so mal festschnallt, auf den ganzen Schuh, um zu gucken, in welche Richtung die liegt und wie diese Wellen von diesen Schnüren sozusagen laufen. Und mir gefällt der wirklich gut. Ich freue mich, den schon selber zu tragen.